Und hier steht aber das oder der Bad Freienwalder Watzmann, oberhalb der Malche, 15 Minuten Wanderminuten vom Bismarckturm entfernt, unmittelbar am Turmwanderweg, das war uns auch sehr wichtig. Und was interessant ist, die Bezeichnung Watzmann ist nicht von kreativen Touristikern erfunden worden, sondern das ist historisch nachgewiesen, dass mindestens 130 Jahre dieser Begriff Watzmann schon in den Karten zu finden ist. Hier stehen wir also in luftiger Höhe von 1062 Dezimetern, wie ich gelernt habe. Merken Sie alle, wie der Wind uns atemberaubend um die Ohren schlägt und weht? In den Alpen, das haben wir schon gehört, da wäre unser Watzmann wahrscheinlich noch nicht mal der Erwähnung wert. Ein kleiner Hügel, eine Erhebung vielleicht. Aber hier bei uns eine echte Erhebung des Geistes. Die Einweihung des Gipfelkreuzes auf dem Watzmann, wir haben es gehört, höher geht nicht mehr, 1062 Dezimeter. Herr Texdorf, als Vertreter des Bauherrn der Stadt Freienwalde wird das Geheimnis lüften. Die Stadt Bad Freienwalde hat hier 385.000 Euro investiert. Davon waren 263.000 Euro Fördermittel von der ILB und 121.600 hat die Stadt also aus Eigenmitteln dazu beigeschossen. Das heißt, daran sieht man also, dass der Märkische Bergwanderpart ein weiteres Highlight für Bad. Die Feierstunde hat geschlagen. Es ruhe die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüßt stolz dies Gipfelkreuz ins Land. Und stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren wackere Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut. Drum wünsche ich, so gut ich's kann, denn ich bin selbst kein Zimmermann, mit stolz emporgehobenem Blick den Bauleuten noch recht viel Glück. Nach Handwerksbrauch und deutscher Art stehe ich nun hier an diesem Ort. Es ist mir viel leichter, am Wein mich zu lechzen, als künstliche, zierliche Worte zu setzen. Drum hebe ich mein Glas, bevor wir verschwinden und mögen die Wanderer das Gipfelkreuz finden. Erstmal. Herr Händel. Jawohl. Der Herr Pfarrer, auch zum Wohl. Wie haben Sie die Besteigung im Talar geschafft heute? Mit Talar auf dem Arm und mit ganz viel Hilfe aus der Malche, die mir immer wieder Mut zugesprochen haben. Heute liefern wir eine hochalpine Wettervorhersage, denn wir besteigen den Watzmann ganz in der Nähe von Bad Freienwalde. In Bayern ist es ja das Wahrzeichen der Watzmann. Aber wie kommt es, dass wir Brandenburger auch einen Watzmann haben? Ja, na, wir haben den schon seit mindestens 130 Jahren. Man kann es anhand von alten Karten auf jeden Fall nachweisen. Und wie läuft es so beim Kraxeln? Ganz einfach. Einfach sogar, ja. Aber es ist immerhin die Alger Nordwald. Auch schon mal hingefallen heute? Ach, ein bisschen. Ein bisschen. Ja Mensch, Sie machen das ja quasi den Jungen vor, wie man hier kraxeln sollte. Sind Sie schon öfters mal den Watzmann auferklommen? Ja, ich bin hier schon sehr viel langgelaufen. Ich war schon seit 34 Jahren Wanderleiter in Bad Freienwalde. Und da wandern wir auch immer von Freienwalde nach Falkenberg oder umgekehrt. So, das Schild besagt, Reinhold Messner war hier nie. Aber zwei Dinge sollte man auf jeden Fall tun, wenn man den Watzmann in Brandenburg besteigt. Man sollte einen Stein selber sich suchen, den haben wir gefunden, mit Fossilien sogar, und den sollte man oben aufs Kreuz legen, als Erinnerung und als ordentlicher Brandenburger. Da kann man auch mal jodeln zum Abschluss. Dafür ein dreifaches Ihr Lauti!